Hey und willkommen zurück zur nächsten Folge des Settlement Survival Let's Plays. Und mittlerweile sind wir sogar schon, das habe ich vor der Folge mal geguckt, schon im 8. Jahr angekommen. Und für 8 Jahre haben wir doch gar nicht mal so viel geschafft. Nee, Spaß. Oh, guck mal. Wir haben eine Zauberin auf frischer Tat ertappt. Wir haben eine Hexe im Dorf. Nee, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist für mich schon wieder ein bisschen her, seitdem ich das letzte Mal das Spiel hier aufgenommen habe. Denn ich mache immer mal so kleine Aufnahmesessions. Einfach, weil sich das anbietet. Übrigens, guck mal, ich habe rausgefunden, unser Rathaus hat hier so einen richtig heftigen Balkon. Ich weiß nicht wofür, aber wir haben hier einen Balkon, was ich vorher auch noch nicht gesehen habe. Und genau, ansonsten, was kann ich noch so sagen? Also ich weiß gar nicht mehr so wirklich, was wir alles in der letzten Folge geschafft haben. Ich weiß nur noch, dass wir diese Kirche hier gebaut haben und die gute Octavia jetzt da unsere Priesterin ist. Und ansonsten haben wir gar nicht mal so viel geschafft, glaube ich, im letzten Part. Wir haben hier unseren schönen Tunnel, das ist aber auch schon wieder ein bisschen her. Und die Sandgrube und vor allem, da können wir eigentlich auch mal jetzt Sand ein bisschen machen lassen, weil dem haben wir ja jetzt genug gehabt, um das Haus hier erstmal zu bauen. Und wir bekommen jetzt nämlich hier auch Schilf. Und damit würde ich jetzt erstmal anfangen, bevor wir jetzt hier überlegen, eine Destillerie zu bauen, würde ich erstmal sagen, wir fangen an mit dieser, wie heißt es, Strickwerkstatt. Genau. Die würde ich jetzt als erstes bauen. Okay, gut. Ich dachte schon, dass wir die am Wasser bauen müssen. Die Frage ist jetzt, wollen wir die gleich hier drüben ranbauen? Also sprich, so hier einfach dran klatschen direkt. Ich meine, es würde sich ja irgendwo anbieten. Und dann würden wir hier drüben so langsam einen neuen Wirtschaftsgebiet. Mir fällt das richtige Wort jetzt nicht ein. Dann würden wir hier so mehr oder weniger aufbauen. Ich glaube, das wäre gar nicht so schlecht, weil wenn wir jetzt sagen, gut, wir packen das hier hin oder so, würde sich irgendwo auch anbieten, so rein von der Lage her. Problem wäre bloß, dass die dann immer ewig weit laufen müssen mit dem Schilf. Und dann wartet die Strickerei vielleicht immer. Deswegen sage ich mal lieber hier hin. Ist, glaube ich, besserer Ort. Dann haben wir das hier alles so ein bisschen auf dem Ort, was so irgendwo sich gegenseitig benötigt. Ist, glaube ich, mal eine gute Idee. Und dann können wir auch mal weiterlaufen lassen. Ja, ansonsten habe ich mir blöderweise nicht wirklich einen Kopf gemacht, was ich in dieser Folge Aufnahmesession so Schönes machen will. Hier ist übrigens unsere wunderschöne Holzfällerhütte, die ich falsch rum gebaut habe. Wie gesagt, da habe ich mir noch nicht so wirklich einen Kopf drüber gemacht. Sprich, das wird jetzt so ein bisschen kleint alles. Ich hoffe, dass wir irgendwie nochmal eine Kuh finden. Oder irgendein anderes Tier. Das ist mir egal. Ich will da Tiere drin haben. Aber Stand jetzt haben wir da leider noch nichts wieder gefunden, seitdem ich da eventuell unsere Kuh innerhalb weniger Sekunden geschlachtet habe. Genau. Ja, hier drüben wird das Ding jetzt erstmal gebaut und ansonsten haben die sich vorhin aufgeregt, dass die mehr Häuser haben wollen. Da könnte man überlegen, dass man da mal weiterbaut. Das wollte ich euch auch mal zeigen. Guck mal, ich kann hier so richtig weit rauszoomen und dann kann ich euch mal das Dorf zeigen, was wir bisher so geschaffen haben. Und ich muss sagen, ich bin echt zufrieden, was wir so bisher da aufgebaut haben. Klar, wir sind schon ein paar Folgen drin. Aber ich finde, das sieht auch alles ziemlich schön und stimmig aus irgendwo. Hier haben wir unsere Felder. Hier kommt dann so die Mine dann auch bald hin. Die können wir, glaube ich, auch mal bauen noch in dieser Folge, schrägstrich Aufnahmesession. Aber ja, dann haben wir hier so diese Fraktion. Hier kommen dann so die Häuser hin. Das ist der Plan zumindest. Hier haben wir dann am Wasser auch schon ein bisschen weiter gebaut. Und ja, ich finde das echt schön, wie sich das so langsam auch alles ausbreitet. Und überwiegend haben wir auch Steinstraßen mittlerweile. Das heißt, die sind auch einigermaßen schnell mittlerweile unterwegs. Apropos, hier können wir eigentlich mal die Steine wegmachen. Und, das ist mir vor allem gerade aufgefallen, wir können hier mal ein bisschen die Straße noch erweitern. Das nervt mich nämlich gerade, dass da die Straße einfach aufhört. So, das muss jetzt sein, fürs Auge. Genauso wie der hier fürs Auge einfach nur schön ist. Ich weiß nicht, ob das jemals so einen geilen Tunnel in diesem Spiel gab. Ich frage mich halt, wie groß kann man Tunnel hier theoretisch bauen? Und vor allem kann ich den auch
Beziehungsweise ist ja, nee doch, es ist ja ein Tunnel. Kann ich den auch einfach so, theoretisch hier so bauen? Nee, das geht nicht. Okay, aber könnte ich den theoretisch damit mal, nee, ich wollte in die andere Richtung, so, nein, so. Sagen wir mal, ich baue den hier durch. Macht ja gar keinen Sinn, aber ich könnte, man könnte hier einen Tunnel durchbauen. Ich meine, ich mach's jetzt nicht, bevor ich jetzt persönlich hier noch was brauche für mehrere hundert Steine und so. Aber man könnte es theoretisch machen. Und ich fände cool, wenn wir einfach mal so einen Alpaka hier wegschnappen würden. Einfach mal so hier beim Vorbeigehen eins mitnehmen. Guck mal, das hier ist noch nicht so groß, das kann man vielleicht sogar noch tragen. Einfach mal mitnehmen und hier reinwerfen. Dem passiert ja nichts. Weil ich weiß ja jetzt, wie man sie nicht direkt schlachtet. Mann, ich weiß nicht, wie wir an diese Alpakas rankommen. Die leben jetzt schon seit 8 Jahren bei uns, haben sich sogar schon in mehrere Kolonien hier ausgebreitet, ja. Wir schaffen es nicht mal eins von den Dingern wenigstens hier reinzustecken. Das ist irgendwie ein wenig erniedrigend. Aber egal, das können wir irgendwie nicht lösen so schnell. Wie weit sieht man hier? Da fehlt nur noch das Holz. Aber das ist ja so immer eigentlich unser Problem, das gute alte Holz. Oh nice, hier können wir eigentlich mal wieder sagen, dass die Bäume fällen sollen. Theoretisch können wir ja alle Rohstoffe sammeln, das heißt ja Bäume mit inbegriffen, ne? Machen wir mal so, das ist ja ungefähr das Gebiet. Dann haben die wieder was zu tun und der pflanzt dann immer nach. Ich glaube, das ist der schnellste Weg jetzt so aktuell, weil ich wüsste nicht, weil der Holzfäller irgendwie bisher immer ziemlich langsam ist, was das Holzabbauen angeht. Deswegen mache ich das mal so. Ja, Kräutervorräte werden knapp, die finden die dann dort hoffentlich auch so ein bisschen. Ja, dieses Ding hier ist irgendwie auch ein bisschen sinnlos, weil die Kräuter halt nicht so schnell wachsen. Sprich, man muss immer mal wieder die losschicken und irgendwo Kräuter sammeln lassen. Können wir hier hinten zum Beispiel auch mal machen. Ah ne, alle Rohstoffe ist falsch. Dann holzen die das jetzt hier ab. Das will ich nicht. So. Ein paar Kräuter bekommen halt. Vielleicht finden die ja ein paar. Das wäre zumindest ganz schön. Wegen Häusern bringen die sich jetzt nicht mehr aus. Ja, der sich verletzt hat, dann muss er da reingehen. Das macht er auch. Die Deborah. Ey, die Deborah, die haben wir gefühlt in jeder Folge. Die ist richtig kamerageil irgendwie. Die Deborah. Ich weiß gar nicht, was die mittlerweile macht. Aber jetzt ist sie einfach nur eine Arbeiterin. Die macht alles, Deborah. Das ist eine Frau für alles. Die kann alles, die will alles, die tut alles. Sehr gut. Essen wird langsam auch knapp, merke ich gerade. Da können wir mal gucken, dass wir hier jemanden einstellen. Den Howard zum Beispiel. Dass wir da jetzt nicht noch Probleme bekommen. Klar, das wird hier alles noch abgerodet. Abgerodet, genau. Also, weißt schon. Hier. Gepflückt. So heißt es. Aber trotzdem. Das heißt ja nicht, dass das dann am Ende reicht. Weil wir sind jetzt hier bei 214. Und ich weiß nicht, wo wir dann stehen, aber im Winter ist es ja mittlerweile dann doch schon relativ groß, der Verbrauch. Ich überlege gerade, ob es irgendwie einen besseren Weg gibt, an das ranzukommen. Na, theoretisch gäbe es ja einen, hier mit dem Sägewerk. Nee, gar nicht, nicht Sägewerk, Wassersägewerk, das meine ich. Oder wir machen eine Brennstofffabrik. Aber das ist halt, die ist halt wahrscheinlich nochmal effektiver als das, was wir bisher haben. Und theoretisch können wir dann Kohle auch verwenden, wenn wir eine Mine dann hier hinten noch hinbauen, dann wäre das, glaube ich, sogar relativ effektiv. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt so schön ist, das hier neben die Heu neben das Feld zu klatschen. Hinten macht wenig Sinn. Ich überlege gerade, wo wir die hinmachen könnten. Ich meine, hier kommen wir hoffentlich noch durch, ansonsten müssen wir da auch. Ich meine, hier würde an sich super passen, aber es ist halt so eine fette Fabrik neben dem Feld. Nee, das können wir nicht machen. Ich meine, wir können ja schon mal den Weg hier hinten planen. Weil ich glaube, das wird so eine Sache sein, die wir demnächst auch machen können. Oh, sehr gut, wir kommen hier vorbei. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Und hier soll nämlich dann die Mine hin. 3 Verletzte, warum verletzen die sich denn jetzt alle? Leute, passt mal ein bisschen auf. Ich habe nur einen Arzt. Und die Kräuter werden schon wieder knapp, aber die sind ja hier noch am Sammeln. Können wir hier auch nochmal sagen. Ja, da habe ich bisher noch keinen besseren Weg gefunden, irgendwie das zu machen. Deswegen machen wir das halt jetzt so.
Das Coole ist, dass die halt immer wieder nachwachsen. Das wäre sonst, sonst hätten wir dann echt das Problem. Boah, jetzt ist hier auf einmal wieder so kahl. Aber gut, das wird dann auch gleich wieder. Stimmt, wir können mal gucken. Das Ding müsste ja fertig sein. So ist es. Der Edison ist auch schon da. Und ich würde sagen, dass der mal aus Schilf ein bisschen Seil macht. Oder Korb. Nee, erstmal Körbe. Die wollte ich doch die ganze Zeit machen. Erstmal machen wir ein paar Körbe. Und dann Seil. Weil ich weiß noch nicht, was wir aus Seil machen könnten. Also doch, ich weiß, dass wir Fischernetze daraus machen können, aber die brauchen wir ehrlich gesagt jetzt noch nicht. Weil essenstechnisch wird es ja so langsam mehr. Die sammeln da jetzt auch so langsam. Hier habe ich nicht gesagt, was die anbauen sollen. Wir haben Bohnen. Top, dann haben wir mal was anderes. Ich weiß nicht genau, wo wir die jetzt her haben, aber wir haben Bohnen. Ich überlege jetzt gerade, was wäre taktisch klug? Erstmal die Destillerie, dass die Schnaps haben, damit die zufrieden sind. Oder wollen wir erstmal die Mine bauen? Ist halt schon wieder wahnsinnig holzlastig. Lastig, genau, lastig. Destillerie wäre nicht so teuer. Obwohl wir eigentlich eher mal Brennstoff erstmal, würde ich sagen. Findet denn man in der Mine auch Kohle? Das ist halt so die Frage, weil wenn nicht, dann brauchen wir die jetzt erstmal nicht. Doch, Eisen und Kohle. Dann würde ich sagen, dass wir uns darum erstmal kümmern. Guck mal, hier ist doch schön. Dann haben wir da nämlich dann Mine. Die wird auch wieder Jahre dauern, bis die fertig ist. Bauen wir dann noch die Steinstraße hin zu Ende. Und dann könnten wir hier theoretisch auch schon mal den Brennstoff, den uns da planen. Kräutervorräte werden knapp. Da habe ich echt keine Ahnung, wie wir an Kräuter rankommen. Vielleicht können wir irgendwann so einen Kräutergarten bauen oder so. Aber ich habe das Gefühl, dass es jetzt mit den Jahren immer schwieriger wird. Aber ich glaube, das ist normal. So. Und dann hier so hinten einfach ran an den Speck, würde ich sagen. So. Dann haben wir das nämlich gleich an der Straße und dann haben wir hier nämlich eine Mine und ein Ding hier. Und jetzt wird nämlich auch schon Winter und die Bürger frieren jetzt schon. Also wir sind noch nicht mal einen Tag drinnen und die frieren schon. Leute, dann kuschelt euch halt mal ein bisschen aneinander. Warum sind denn die hier alle verletzt? Das ist doch nicht schön jetzt hier. Was macht denn unser Arzt dann jetzt auch? Immer gegen Cholera und Masern sind wir schon. Das müssen wir noch freischalten. Krankenhaus und Apotheke haben wir irgendwann. Aber das können wir jetzt noch nicht machen. Bürger frieren, ja, das ist gerade so die Aufgabe, die ich erledigen will, dass sie im nächsten Sommer, im Winter nicht mehr frieren müssen. Aber diesen wird nochmal munter gefroren, wahrscheinlich. Ja, das dauert wieder. Das ist wahrscheinlich erst im nächsten Jahr dann fertig. Bis dahin kann ich schon mal überlegen. Also eine Destillerie sollen wir ja hier bauen. Und ich tippe mal, dass jetzt nach dem Winter die Leute auch ein bisschen wütend sein werden. Aus Verletzungsgründen, beziehungsweise aus keine Kleidung Gründen, beziehungsweise aus mir ist kalt Gründen. Hier können wir nochmal gucken, dass wir aus irgendwas anderem vielleicht. Haben wir Wolle, Leder? Leder können wir ja mal machen. Bisschen Lederklamotten. Weiß nämlich nicht, sieht man hier irgendwo, was wir haben? Ja, Leder haben wir zumindest 10 Stück. Da können wir mal ein bisschen was draus machen. Ah ja, und was ich mir gedacht habe bezüglich Essen, aber da haben wir halt echt noch ziemlich viel. Aber das ist halt laut Dingens auch schon wieder im roten Bereich, deswegen weiß ich nicht, inwiefern das jetzt runtergehen wird. Man kann hier, glaube ich, so eine Räucherei machen oder sowas. Na gut, da bräuchte ich einen Technologiepunkt. Ich rede heute mit SCH, ich krieg meine Kauleisten nicht auseinander. Das ist gar nicht gut. nee, wir können so eine Räucherdingens hier machen, beziehungsweise irgendwo können wir hier Fleisch. Fleisch. Hier können wir Fleisch irgendwo braten, ja. Fleisch können wir hier irgendwo verarbeiten. Das wollte ich sagen. Verarbeitung, ja, hier Fleischverarbeitung. Einen Metzger könnten wir bauen. Oder freischalten. Aber da fehlt uns noch so ein bisschen. Und dann könnten wir das halt nur fürs Alpaka-Fleisch machen. Und das wäre dann auch nicht so effektiv. Deswegen lassen wir das erstmal. Ja, aber Klamotten, das ist aktuell noch so ein Problem. Da habe ich noch nicht durchgeblickt, ob wir da irgendwie anders an Leder rankommen oder
Baumwollstoff, Leinen. Können wir die nicht irgendwie herstellen? Also ich habe jetzt mal geguckt, wir könnten theoretisch halt hier so eine Textilfabrik freischalten. Dann hätten wir das Problem nicht mehr. Das Problem ist jedoch, mal, da würden wir so viel freischalten. Aber das Problem ist jedoch, dass wir dafür entweder Baumwolle bräuchten oder Flachs. Und wir haben weder das eine noch das andere. Dementsprechend müssen wir uns damit leider noch gedulden. Was bringt die? Man, das sind ja tolle Sachen, die man damit machen kann. Gut, Seil könnte man machen, Pflasterstein. Aber uns fehlen halt noch so ein bisschen die einzelnen Dinger hier. Oh, wir haben Hafer. Könnten wir ja mal ein Haferfeld machen. Oh, das habe ich gar nicht mitbekommen. Aber Hafer brauchen wir ja jetzt gerade noch nicht. Das kannst du ja noch nicht unverarbeitet essen. Deswegen mache ich es erstmal nicht. Die anderen zwei Sachen kannst du nämlich auch so mal eben verputzen. So eine Bohne oder ein Kürbis. Was mich auch verwundert ist, dass noch keiner gestorben ist. Also den Friedhof haben wir bisher noch nicht gebraucht. Na gut, hier am Wasser wird jetzt gerade wahrscheinlich wenig stattfinden. Wie sieht's denn da hinten aus? Da habe ich jetzt lange nicht mehr hingeguckt. Guck mal, die bauen schon. Krass. Ging jetzt schneller als ich dachte. Dann könnten wir vielleicht sogar schon eine Mine nach dem Winter haben. Aber das Problem ist halt, das habe ich ja vorhin schon gemeint, uns fehlen die Arbeiter. In anderen Worten, das war eigentlich fast schon sinnlos. Ich bin halt bloß so ungeduldig immer. Ich will das immer gleich bauen, bauen, bauen. Apropos bauen, bauen, bauen. An sich könnten wir so langsam auch mal wieder ein paar Häuser bauen. Na gut, jetzt wird es zumindest mal wieder ein bisschen wärmer. Hoffe ich, so langsam. Was haben wir denn hier? Handelsschiff ist auf dem Weg. Bei der Ankunft im Hafen bereit für den Handel. Wir haben keinen Hafen. Und da kommen dann wieder solche Einwanderer. Bis dahin haben wir vielleicht genug Geld, um die mal reinzulassen, damit wir Arbeit haben. Klar, das Handelsschiff sieht man noch nicht. Aber wir haben keinen Hafen. Also von daher ist es eh egal. Frag mich, ob wir irgendwann das hier mal so öffnen können. Das wäre cool. Weil dann könnten wir hier drinnen unseren Hafen machen. Das wäre episch, glaube ich. Fände ich zumindest ziemlich cool. Hier hinten können wir übrigens auch mal ein kleines Lager hinpacken. Dann können die da auch mal Sachen dann abladen. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, wenn man immer so kleine Lagerplätze neben den Produktionsstätten hat. Obwohl da auch komplett anderer Quatsch hier gelagert wird, wie Steine. Also Steine haben wir echt viel und... Ah ne, Steine haben wir gar nichts. Das sind Erze wahrscheinlich dann. Ja, also Eisenerze haben wir todesviel. Können wir mal gucken... Ah ne, die Schmiede haben wir ja eigentlich schon hier irgendwo. Wo haben wir sie? Hier. Können wir denn da noch machen? Eisenwerkzeug kostet 2 solcher Dinger. Können wir auch Steinwerkzeug machen? Stahl können wir noch nicht machen. Nee, Steinwerkzeug bringt nichts. Dann machen wir das so. Destillerie können wir auch bald machen. Na, ah, das dauert noch Jahre, ehe die das fertig haben. Da sind die hier noch schneller fertig mit. Aber die hier scheinen echt fleißig zu... Ich frage mich, wo wir das ganze Eisenerz her haben. Oder Erz. Aber wahrscheinlich sind diese Steinklumpen hier häufig einfach Erze. Und da ich die ja regelmäßig mal wegbutter, kann es sein, dass die natürlich dann auch Erze in sich tragen. Können wir hier alle mal wegmachen. Weil ich meine, die brauchen wir ja nicht und die sehen jetzt auch nicht so schön aus, dass die da unbedingt bleiben müssen. Und ob wir die jetzt selber abbauen lassen oder dann irgendwann später abbauen, ist glaube ich jetzt relativ schnuppe. Aber es ist halt alles voll hier mit Erzen. Das ist schon heftig. Also könnten wir uns von Erz ernähren, dann wären wir super dran. Okay, jetzt fehlt der Schilf. Gut, das liegt auch am Winter jetzt wahrscheinlich. Obwohl die da schon relativ viel machen. Also Körbe haben wir ja jetzt schon ein paar gemacht. Da können wir mal was anderes machen lassen. Ich würde sagen, wir machen mal Seile. Hier wollte ich mal gucken, haben wir hier auch Flachs anbauen? Nee, haben wir nicht. Schade. Weil sonst hätten wir da noch ein bisschen Flachs bekommen auch. Flachs weiß ich nicht, wie wir da rankommen bisher. Haben wir auch noch nicht. Gut, aber dann sieht's auch gar nicht mal so schlecht aus. In der nächsten Folge haben wir dann die Mine auch fertig, die sieht ja jetzt schon ziemlich weit aus. Genauso wie die Produktion hier.
Obwohl, das dauert noch ein bisschen, ehe wir da alles zusammen haben. Dann ist hier hinten unser Industrieviertel mal so ein bisschen erweitert, beziehungsweise der Bergbausektor. Die Schmiede ist weiterhin am Machen, auch wenn das Holz immer noch sehr knapp ist. Dann können wir das Ding hier auch eigentlich dann abreißen, beziehungsweise zumindest einfach erstmal stehen lassen. Können wir eigentlich was anderes als Brennstoff machen? Nee, aktuell nicht. Das werde ich halt für den Tiermist dann verwenden, wenn wir dann irgendwann mal Tiere haben. Haben wir aber jetzt aktuell nicht. Genau. Aber das sind so Sachen, die machen wir in der nächsten Folge, genauso wie diese Steine hier weg. Hier wird jetzt erstmal schön produziert wieder. Wo ich noch nicht weiß, ob wir so viele Seile brauchen. Also wir werden jetzt noch mal ein bisschen Seile machen und dann lasse ich die wahrscheinlich irgendwann dann mal stoppen, eine Zeit lang. Weil wir die Arbeiter aktuell woanders brauchen. Vor allem halt bei der Holzsammlung, sage ich jetzt mal. Wächst das hier hinten dann eigentlich wieder nach? Ja, das wächst nach. Zwar langsam, aber es wächst nach. Weil ich dann überlegen bin, dass hier nochmal so ein Riesengebiet einfach mal wegroden. Na egal, das überlege ich in der nächsten Folge. Das soll es aber erstmal gewesen sein für diese Folge. Ich würde sagen, wir gucken uns das nochmal an, was wir jetzt geschaffen haben. Und zwar hier diese wunderschönen Hütten. Ach, hier ist schöner. Genau. Und ja, ich hoffe, du schaltest beim nächsten Mal auch wieder ein. Und bis dahin, ciao, ciao.